Wir versuchen in dem Ring, der 2,13 Meter Durchmesser hat, die dann da dahinter steckt, den man dann auf den Fingern spürt, ne, weil die Finger das Letzte sind, die Kugel berührt. Man weiß, dass der Stoß gut ist. Das ist natürlich absolut Adrenalin. This is who I am. Er war wohl während der Kindergartenzeit. Da bin ich mal irgendwann nach Hause gekommen und habe dann meine Mutter gefragt: Mama, wieso reichen alle Füße bis zum Boden, wenn sie auf einem Stuhl sitzen, nur meine nicht? Und das war meine Frage. Und dann hat die mir das erklärt und hat gesagt, ja, weil meine Beine nicht so lang sind. Also es war natürlich am Anfang schon ein Schock für uns. Noch gar nichts davon gehört vom Kleinwuchs. Also war wirklich total ein neues Thema für uns. Und ne, im Normalfall könnte man ja sagen, dass wenn jetzt ich, weil ich ja besonders klein bin, dass man dann die Teller nach unten in die Schublade räumt. Aber das haben meine Eltern nie gemacht. Das sind einfache Dinge. Ich habe dann mir einen Hocker genommen, habe den Hocker hingestellt, bin auf den Hocker gegangen, habe den Teller rausgeholt, Schranktür wieder zu, runter vom Hocker und fertig. Das ging genauso. Und habe dann 2008 die Paralympischen Spiele in Peking durch Zufall im Fernsehen gesehen und habe dann eben da die Silbermedaille von Matthias gesehen. Ne? Matthias Meester, der andere Kleinwüchsige, hat damals Silber gewonnen. Und da habe ich dann eben gesehen, okay, ich habe die Möglichkeit, ne, ich war damals 14, 15 Jahre alt, oder 13, 14 sogar erst. Wir haben ja im Techniktraining, habe ich das gemerkt, also er kam mit seiner Rückenstoßtechnik und ich habe dann gesagt, das ist nichts für dich, du musst Drehstoßtechnik machen. Und ne, manche Athleten, da erzählt man 10 Jahre, das hat 6 Wochen gedauert und dann hat er es kapiert. Is the main shot put F41? Yes, it's Nico Kappel of Germany. Zu meinen ersten Paralympischen Spielen. Peter, mein Trainer, hat dann immer die richtigen Worte gefunden. Wir haben immer nach jedem Stoß haben wir kurz miteinander gesprochen. Die Kugel muss weiterfliegen, die Kugel muss weiterfliegen. Ja, das tut mir einfach wahnsinnig gut. Ne? War für mich absolute Bestleistung, war paralympischer Rekord. Und, aber für mich war es natürlich, ja, war einfach wahnsinnig glücklich. Wir schon wussten, was auf uns zukommt. Aber Nico war es doch nicht, der hat es uns eigentlich leicht gemacht. Also wir haben. Und dann waren wir wirklich so froh, dass wir ihn gehabt hätten. Und wir haben mit keinem anderen Kind auf der Welt wollten wir ihn tauschen. In dem Moment, wo die Europameisterschaft dann 2018 beendet ist, dann ist auch tatsächlich so, dass schon die direkte Vorbereitung, also das sind dann immer noch 2 Jahre, aber dass dann trotzdem die Vorbereitung schon auf Tokio beginnt. In einem Kugelstoßring, wo jeder Versuch nicht mal eine Sekunde dauert. Das heißt, ich trainiere 4 Jahre, um nachher 6 Sekunden Sport zu treiben. Also das ist eigentlich schon verrückt, wenn man das so sagt. My Dorset to Tokyo 2020. World's 8 medalists join us in the 5-year Paralympic documentary series, season 3.